Anja und Izzy und ich fahren heute in die Highschool mit unserem Bus. Ich glaube, der steht da rechts auch schon bereit. Oder wir können in den linken, guck mal, da sitzt auch schon jemand drin. Okay, hier einmal einsteigen und dann beginnt unser erster Tag an der neuen Schule. Wir sind hier in der neuen Stadt und mal gucken, ne, wie die anderen so sind, wie die Schule so aussieht. Ich hoffe, die Schule ist schön. Ich hoffe, die Schule hat einen kleinen Pool für uns. Und, Mann, Ronja, ich will nicht in die Schule. Aber vielleicht ist der Direktor super nett und gibt uns jeden Tag Kekse zur Mittagspause. Ja, genau, der Direktor gibt uns Kekse, Ronja. Wovon träumst du nachts? Von Keksen. Alles klar, da wären wir, hä? Huh? Hier ist die neue Schule. Sieht mäßig aus. Ich werde jetzt gar nicht lügen. Guck mal, sie hat eine Wolke. Huh? Auf dem Kopf, sie hat eine Wolke auf dem Kopf hinter dir. Sie ist süß. Voll cute. Warte mal, cool. Was ist das da vorne? Ist das der Direktor? Mal, der kommt raus. Schulleiter. Er heißt Wichtigste. Ich liebe, wie Schulleiter auf Deutsch ist und der Text trotzdem auf Englisch. Hi Leute, willkommen zur Highschool. Hallo Schulleiter, wie geht's? Es ist so schön, euch alle zu treffen. Okay, ich wurde in meiner alten Schule nicht von meinem Schulleiter begrüßt, deswegen kann ich das hier sehr wertschätzen. Ich bin der neue Schulleiter. Folgt mir gerne nach drin und schaut euch um. Alles klar, oder? Dann, let's go. Klingt gut. Was hat denn der eine hier mit seinen Flügeln? Ich weiß nicht, ob das ein normales Schuloutfit ist, aber gut. Scheint keine Uniform zu geben, auf jeden Fall. Guck dich gerne um. Okidoki. Oh, hier sind die Badezimmer. Entschuldigung, ich will meine Privatsphäre. Alles klar. Oh, warte mal. Hier ist das Büro, wahrscheinlich vom Schulleiter. Hä? Da ist nichts drin. Hier ist einfach gar nichts drin. Oh, warte, ist im Bad immerhin was? Ja, das Bad oder ist auch nur leere Räume. Badezimmer, okay, aber Waschbecken ist hier überbewertet, scheinbar. Hier sind unsere Spindel. Klassenzimmer? Klassenzimmer? Klassenzimmer A1. Das sind nicht wir, oder? Jemand? Oh, hier ist ein Lehrer. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Alles gut. Ich gehe wieder weg. Und da hinten ist. Oh, warte, warte. Kannst du mich auf den Rollstuhl schieben? Warte, es geht los. Okay. Ich fahre in die Klasse. Haha! Selber eilig, hier geht's. Aber lang. Der ist gar nicht so einfach zu kontrollieren. Ich muss absteigen. Ach man, ich wollte meinen Rollstuhl. Aber gut, vielleicht sind im Klassenzimmer noch welche. Ach, hier sind nur die blöden Klappstühle. Okay, ich setze mich. Warte, ich glaube, man darf nicht sitzen. Letzte Reihe. Nur für die coolen Kinder hier hinten. Oh, jetzt wird unsere Teilnahme gemerkt. Wahrscheinlich, oder? Aufgeschrieben? Ja. Hallo an alle. Hallo, Lehrer. Ich werde euer Klassenlehrer sein. Bitte findet einen Sitzplatz und dann geht's los. Ich habe schon einen Sitzplatz. Wir setzen doch schon. Warte, ich setze mich zu... Ah, nee, ich setze mich nicht rüber. Ist zu riskant. 2 Sekunden. Ich habe mich umgesetzt. Ich sitze jetzt hier neben Wispy Wimpy Cat. Oh nein! Bist du aufgestanden? Nee, du sitzt neben mir. Okay. Hi. Alles klar, ich muss hier nur kurz die Anwesenheit aufschreiben und danach könnt ihr in eure nächste Klasse gehen. Hä? Wir lernen gar nichts. Sie schreibt nur unsere Anwesenheit auf und danach können wir in die nächste? Ja, alles Käse ist da. Richtig, Ronja ist auch da. Wir sind eine kleine Klasse, oder? Nur 4 Leute? Oh. Warte mal, hast du das Licht ausgemacht? Hey, wer war das? Hä? Okay, kurzer Stromausfall? Wir haben die Lichter aber nicht angefasst, Frau Lehrerin. Alles klar, naja, ihr geht lieber mal in eure beste nächste Klasse. Ich bin auf dem Schrank! Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Wir müssen zum nächsten Klassenzimmer. Damit wir da auch aufgeschrieben werden können, nehme ich an. Sehr verwirrend. Warte mal. Laufe ich hier in die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Meinst du nicht, wir müssen nach oben? Denkst du, wir müssen nach oben? Der Pfeil wir ist sehr irreführend. B2. B ist wahrscheinlich oben. Ich hoffe es selber. Wir haben noch 9 Sekunden. B1. Oh, hier ist die Bibliothek. 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Geschafft? So knapp. Oh, das ist Dings? Hier, Naturwissenschaften. Okay, wahrscheinlich Chemie, oder? Ich bin euer Chemielehrer. Diese Klasse wird super viel Spaß. Ich hoffe, du hast deine Haare nicht verloren bei einem Experiment, weil ich hätte gerne meine Haare weiterhin. Heute machen wir ein kleines Experiment. Nein! Bitte nicht, ich hätte gerne meine Haare. Hier die andere, die weiß noch gar nicht, was ihr blüht. Die sagt hier, ja, yippie. Ich will nicht meine Haare verlieren, easy. Okay, Leute. Erste Lektion des Tages. Ich habe hier Essig in diesem
Backbehälter. Herzlichen Glückwunsch. Soll ich daraus was kochen, oder was? Und hier drüben haben wir Backpulver. Okay, cool. Da verliert man seine Haare nicht mit. Also bin ich beruhigt. Aber was passiert, wenn man das zusammenmischt? Eine chemische Reaktion. Ja, aber was für eine? Wahrscheinlich blubbert es einfach hoch, oder? Oh, jetzt mixen wir. Okay, alles klar. Und es ist grün geworden. Oh, das ist mir neu. Das ist mir auch neu, wow. Cool, darf ich mal probieren? Das war größer, als ich gedacht hätte. Ja, ich bin jetzt auch überrascht, weil eigentlich, klar, das bitzelt hoch, aber wird jetzt eher ungrün. Na gut. Na gut. Na gut, das ist alle Zeit, die wir haben, aber für die nächste Klasse. Ins Fitnessstudio. Oh mein Gott. Warte, wir müssen ins Gym? Weißt du, wo das ist? Ah, da vorne, da vorne, da vorne. Wo denn? Da ist das Fenster, oder? Da wird wahrscheinlich das Gym sein. Ja, aber wir müssen, glaube ich, runter. Wir haben richtig wenig Zeit runter. Oh mein Gott, das ist richtig stressig, gell? Ja! Oh mein Gott, ich habe die Treppe nicht richtig hingekriegt. Hier ist das Gym. 5, 4, 3, okay. Phew! Ich bin ein Freshman, ich muss mich hier hinsetzen. Zack. Du bist ein Student im ersten Jahr, meinst du wohl? Ja, steht doch da bei dir auch. Ja. Yeah. Willkommen im Sportunterricht. Hi, ich bin nicht so sportlich. Wie geht's dem Rest hier so? Oh, der ist richtig wütend. Keine Versager hier in meinem Sportzentrum. 2 Runden laufen. Ich denke nicht. Okay, ich nehme die kleinen Runden hier. Okay, okay. Dann mache ich mit 1. Nein, wir müssen tatsächlich 2 Runden laufen, denke ich. Go, 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 go. It's okay, Mr. Sportlehrer. Gib mir Mühe. Ja, das ist so mies. Oh mein Gott, das ist so weit auch. Guck mal, wir müssen hier... 2 Runden? Oh, ich kann überhaupt nicht schnell laufen. 2 Runden? Wie sollen wir das denn schaffen hier in der Zeit? Die Zeit ist so knapp. Komm schon. Okay. Ja, gute Arbeit. Gute Arbeit. Ich bin komplett außer Atem. Aber gut, guck mal, wir haben auch schon den einen Schüler verloren. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Wundert mich nicht bei dem Programm hier. Chemieunterricht. Nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich bei der kleinen Explosion. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh, ich glaube, ja, da geht's weiter. Die weiß bestimmt Bescheid, dass wir jetzt in die nächste Klasse müssen. Oh, weil ihr euch eigentlich ganz gut geschlagen habt, werdet ihr jetzt ein Spiel spielen. Okay. Und zwar? Welches Spiel sollen wir spielen? Fußball, Ausweichball oder überspringen? Überspringen. Überspringen? Na gut, keine Spiele. Achso, ich dachte, das wäre ein Spiel, das überspringen heißt. Oh. Dachte ich auch. Was? Ich habe auch für Spiel überspringen geraten. Gute Arbeit heute. Ihr habt noch ein bisschen Freizeit vor eurer nächsten. Warum müssen Sie die ganze Zeit schreien, Mr. Sportlehrer? Ich fühle mich so angeschrien. Stell dir vor, du kannst in der Schule einfach so sagen, ja, Mathe würde ich gerne überspringen. Welches macht ihr? Oh ja, überspringen. Welche Mathe oder Physik? Ich nehme nichts. Ich nehme überspringen. Ich. Ist auch mein Leben. Ich dachte, wir müssen über Sachen springen. Essenszeit. Oh, ich wünschte, er würde einfach ein bisschen entspannter sein. Mittagessen. Es ist Mittagessenszeit für Studenten. Geht in die Cafeteria. Oh, warte, wie wir hier sind. Ist hier auch was Veganes? Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, ich passe. Ich auch. Ah, das ist Cola und Burger. Was würdet ihr gerne essen? Nicht Cola und Burger. Ich nehme den Apfel. Ich nehme den Keks. Oh. Okay. Guten Appetit. Oh, ich habe jetzt schon gegessen. Aufgegessen. Kann ich noch einen haben? Kann ich auch noch was haben? Vielleicht noch einen Keks, bitte? Danke. Ja. Schätze nicht. Schätze, es gibt hier Rationen. Was ist mit dem Hausmeister los? Hallo, Hausmeister. Psst. Hey, Junge. Ich bin ein Mädchen. Oh, warte, was? Das Licht. Hier sollte ein Yellow Key sein. Was ist hier los? Es schließt den Vorratsschrank auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Siehst du das? Siehst du das rechts von dir? Nein, ich sehe es. Wieso? Warum? Nein. Ich wollte hier gerade noch mit dem Hausmeister reden, ob ich vielleicht noch einen Vorratsschrank aufmachen kann und vielleicht mir noch einen Apfel nehmen oder einen Keks. Aber okay, ich bin hier von Dämonenmonstern gefolgt. Hier, gelbe Schlüssel, komm. Okay. Oh mein Gott, Hilfe, 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 was ist das denn? Können wir uns im Spind verstecken? Komm rein. Ja, okay. Geh rein. Ich bin rein. Oh, hier sind so Gesichter. Der ist direkt vor mir. Ich hab zugemacht. Nein, der ist drin bei mir, Hilfe. Das Ding Nein, komm ist raus. Zu mir reingegangen, ich bin rausgegangen. Oh mein oh Gott, mein er ist folgt dir. Was? Was er ist zur weg. Hölle? Na? Oh, hier ist Klassenzimmer. Oh, weird. Okay.
Ich hab den Schlüssel, Ronja! Oh ja, wirklich? Ich hab ihn gefunden, ja. Okay, ich versuche wieder ins Gym zu kommen. Oh mein Gott. Was ist jetzt hier, wo ist der Vorratsschrank? Wahrscheinlich in der Cafeteria, oder? Wir müssen aber erstmal ins Fitnessstudio. Okay, in die Sporthalle. Ja, meine ich. Oh, da. Was ist das denn für ein Schlüssel? Ja, normalerweise ist das Gym für mich das Fitnessstudio. Alle Mann, bitte hinsetzen. Okay. Was ist los? Was sind denn das für Monster? Warum sind hier Gitter? Easy, warum sind hier Gitter? Komm doch nicht mehr durch. Seht ihr? Ich war genauso wie ihr. Ich war einmal ein Schüler an dieser Highschool. Alles, was ich wollte, waren Freunde. Ich habe versucht, nett zu sein, aber alles, was die Leute gemacht haben, war sich lustig. Aber jetzt kriege ich meine Rache? An uns? Wir sind gar nicht die gleichen Schüler. Dabei. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Warum? Oh mein Gott, das Licht geht schon wieder aus. Jetzt fahren die Tribünen auf. Nein, Ronja, pass auf! Hilfe, nein, ich fall runter! Fall doch nicht rein! Oh mein Gott, hier ist alles dunkel. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin halb in der Luft. Oh nein. Oh, was? Was ist das denn? Ich glaube, das sind Monster. Ich glaube auch, das sind Monster. Warum sind wir denn in dem Wald? Warum ist der Hausmeister da? Vielleicht sind auch kleine Hasen. Keine Sorge, Kinder. Nimm diese Schläger. Okay, ich habe einen Schläger. Damit sollen wir die jetzt töten? Ich schätze, warum sind wir denn nur zu zweit? Sollte sich da nicht eine ganze Schulklasse drum kümmern? Easy, ich werde ehrlich sein. Ich vermöbel den gerade. Vielleicht machen wir es hier nicht aus der Schule raus. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich habe zwei gleich vermöbelt. Hier sind viel zu viele. Ich bin tot. Ich bin auch fast tot. Oh nein. Warte, kriege ich den einen noch? Eins. Aber ich bin sehr schwach. Zwei. Oh mein Gott, die Gesichter sind auch gruselig. Drei. Der Hausmeister hilft überhaupt nicht. Der tut nur so. Und das war's. Ganz ehrlich, ich glaube, die Highschool ist nichts für mich. Nee, was ist das für eine Schule, Alter? Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Okay, das war's dann wohl mit unserem kleinen Schulabenteuer. Ich geh zur Schule. Ich hab dir gesagt, geh nicht zur Schule. Oh, du hast so recht gehabt. Du hast so recht gehabt, ja. Vor allem mit dem neuen Schulleiter. Was ist denn mit dem? Wer hat den denn in die Schule gelassen? Sollten die Leute nicht irgendwie so einen Test machen, ob die irgendwie, keine Ahnung, die Gefahr haben, Monster in die Schule zu holen? Weiß ich nicht. Gut, das war's aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei. Denn da machen wir auch viele coole Videos. Und manchmal überleben wir auch. Also, ne? Was gibt es zum nächsten Mal? Tschüss! Ciao!